In der dritten Aufgabe oder in einer dritten Variante der ersten Aufgabe waren drei verschiedene Schaltungen gegeben. Und in der ersten Schaltung gab es einen Widerstand und eine Spannungsquelle. Und daran angeschlossen waren jetzt sozusagen an zwei Klemmen, war ein aktiver Zweipol. Und der aktive Zweipol war immer dargestellt durch so ein ausgemaltes Schaltelement. Und dann waren hier irgendwie noch Zahlenwerte gegeben. Dieser Widerstand hier, der sollte 4 Ohm groß sein. Diese Spannungsquelle hier, die sollte 4 Volt groß sein. Und diese Gesamtspannung hier an den Klemmen, die war mit 8 Volt gegeben. Und jetzt ist natürlich das erste, also und im Prinzip, was in dieser Aufgabe gesucht war, ist, was steckt in diesem aktiven Zweipol drin oder beziehungsweise wie groß ist der Innenwiderstand, die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom von diesem aktiven Zweipol. Und was man sich dann eben vielleicht für diesen aktiven Zweipol denken kann und denken muss, ist, und im einfachsten Fall passt jetzt eben das hier ganz gut, also eine reale Spannungsquelle oder eine reale Stromquelle, also eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Oder was halt auch funktionieren würde, wäre eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und von denen, ne, also dann ist das hier oben, das ist der Innenwiderstand und das ist die Leerlaufspannung, weil wenn ich jetzt einfach nur diesen aktiven Zweipol nehmen würde und nichts hier anschließen würde, würde ja kein Strom fließen, dann würde auch keine Spannung über dem Innenwiderstand abfallen, dann würde man nur diese Leerlaufspannung messen. Also was man vielleicht bei dieser Aufgabe wissen musste, ist, aktiver Zweipol heißt Spannungsquellenersatzschaltbild oder Stromquellenersatzschaltbild. Und jetzt für diese Schaltung hier passt dieses Spannungsquellenersatzschaltbild vielleicht relativ gut. Ich werde auch weiter, glaube ich, bei dem bleiben. Bei der zweiten Schaltung würde vielleicht auch das andere ganz gut passen. So, und was jetzt gesucht ist, wie groß ist das RI und wie groß ist diese Leerlaufspannung? Und wie groß wäre der Kurzschlussstrom, wenn wir diesen aktiven Zweipol kurz schließen würden? Das war das, was in der Aufgabe gesucht war. So, was kann man jetzt hier erstmal rechnen? Man kann natürlich hier scharf draufschauen und sagen, okay, wenn hier 8 Volt abfallen, dann müssen ja über diesem, und hier unten fallen 4 Volt ab, dann müssen über diesem Widerstand auch 4 Volt abfallen. Und dann kann man sagen, okay, wenn wir 4 Volt abzufallen haben als Spannung über einem 4 Ohm Widerstand, dann muss durch diesen Widerstand auch ein Strom von einem Ampere fließen. Und der muss natürlich auch hier lang fließen und hier lang fließen und hier lang fließen. Ja, so, und das lasse ich jetzt erstmal so, weil, naja, so richtig viel können wir jetzt, also wir wissen jetzt, ein Strom, der hinten lang fließt, aber aus sozusagen diesem einen Strom können wir nicht zwei unbekannte Größen ausrechnen. So, jetzt brauchen wir noch die zweite Schaltung. In der zweiten Schaltung war auch wieder ein Widerstand und, nee, da war, die sah erstmal anders aus, da war eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und auch die waren gegeben. Und auch an diese Schaltung war dieser aktive Zweipol angeschlossen, den ich jetzt erstmal wieder so wie in der Aufgabenstellung hinmale, als so ein ausgemaltes Schaltelement. Und dann war eben gegeben, diese Quelle hier, die sollte 6 Ampere groß sein. Der Strom, der hier hinten floss, das sollte 1 Ampere sein. Und dieser Widerstand hier, das sollten 2 Ohm sein. So, und dann ist auch wieder eben die Sache, naja, dieser aktive Zweipol, ich zeichne den jetzt, damit ich hier irgendwie die gleichen Werte habe, den in der gleichen Form hin wie da drüben. Also auch wieder ein Ersatzinnenwiderstand, eine Spannungsquelle in Reihe, das ist wieder die Leerlaufspannung. Und das ist wieder der Innenwiderstand. Und jetzt kann man erstmal hier sich die Werte anschauen und sagen, okay, wenn 6 Ampere hier auf diesen Knoten zufließen und 1 Ampere fließt hinten aus diesem Knoten raus, dann müssen ja hier 5 Ampere nach unten fließen. Und wenn 5 Ampere über einen 2 Ohm Widerstand fließen, dann macht das einen Spannungsabfall von 10 Volt. So, und das ist jetzt eigentlich ganz nett, weil jetzt haben wir sowas wie zwei Arbeitspunkte. Also wir können einmal sagen, hier, wenn 1 Ampere in diese Richtung fließt, ist es ja genauso viel, wie wenn minus 1 Ampere in die andere Richtung fließt.
Also bei einem Strom von minus einem Ampere haben wir 8 Volt und bei einem Strom von einem Ampere haben wir 10 Volt. Und das kann man mal hinschreiben, weil hier muss ja jetzt trotzdem gelten, die Spannung über diesem Widerstand hier, das URI muss sich ja ergeben aus RI mal I, mal diesem Strom hier. Und das gleiche müssen wir hier hinten auch haben. Müssen wir diese gleiche Spannung haben. Und die muss natürlich die 8 Volt ergeben. Ja, also kann man halt einmal für diese Schaltung aufschreiben. 8 Volt muss genauso viel sein wie minus 1 Ampere mal RI. Ne? Dieser Spannungsabfall hier plus die Leerlaufspannung. Und für diese Schaltung muss gelten, 10 Volt ist 1 Ampere mal RI, ebenfalls plus die Leerlaufspannung, weil das ist einfach der Maschensatz hier hinten in dieser Masche. So, und dann sieht man, wir haben zwei Gleichungen und zwei Unbekannte, nämlich U leer und RI. Und wenn wir jetzt mal da scharf drauf schauen und sehen, okay, wir addieren diese beiden Gleichungen einfach, ich nenne mal die Gleichung 1 und die Gleichung 2 und wir rechnen jetzt einfach 1 plus 2 aus, dann stehen da 10 und 8 sind 18 Volt. Das minus 1 Ampere mal I plus 1 Ampere mal I addiert sich genau zu 0, das ist schon mal gut. Und dann steht hier drüben 2 mal U leer. Und dann können wir das natürlich umstellen, indem wir durch 2 teilen, dann kommt da raus, die Leerlaufspannung sind 18 durch 2, das sind 9 Volt. Also das könnte ein 9 Volt Block sein, eine 9 Volt Batterie, die hier diese aktive, die diesen aktiven 2-Pol darstellt. Und jetzt können wir die 9 Volt natürlich meinetwegen hier oben in diese Gleichung einsetzen und diese Gleichung nach RI umstellen. Dann ergibt sich aus dieser Gleichung RI ist 10 Volt minus die 9 Volt geteilt durch die 1 Ampere, die da noch über sind. Und das sind halt, naja, 1 Volt durch 1 Ampere, das ergibt 1 Ohm. Das ist der Innenwiderstand. Und jetzt könnte man sich das nochmal überlegen, ob das hier sozusagen so passt. Vielleicht als kleine Probe mache ich das doch direkt mal. Also wenn das hier 9 Volt sind und das hier sind 1 Ohm. Ja, und wir sagen, okay, die 1 Ampere, die fließen hier so rein. Dann machen die natürlich, ne, oder eigentlich fließen ja die plus 1 Ampere, die fließen so rum hier lang, dann machen die natürlich so rum einen Spannungsabfall von 1 Volt über diesen Widerstand und 9 Volt minus das 1 Volt hier in die andere Richtung macht natürlich 8 Volt, das passt. So, dann können wir uns hinten nochmal überlegen, okay, wenn das hier 1 Ohm sind, 1 Ampere fließen da so lang durch, dann macht das einen Spannungsabfall von 1 Volt. Und wenn das hier 9 Volt sind, dann sind 9 Volt und 1 Volt zusammen auch tatsächlich 10 Volt. Sehr gut, das scheint zu passen. Kurze Probe stimmt. Und dann haben wir noch eine dritte Schaltung gegeben. In der dritten Schaltung war wieder ein Widerstand und eine Spannungsquelle. Und an die war jetzt eben an diesen imaginären Klemmen wieder dieser aktive 2-Pol angeschlossen. Den male ich wieder durch diese Blackbox und setze aber gleich wieder das andere Schaltbild dafür ein. Dieser Widerstand war auch 1 Ohm und diese Quelle hier, die war nicht 9, sondern 3 Volt groß. Und ja, jetzt nehme ich wieder den grünen Stift und zeichne das jetzt hier ja schon bekannte Schaltbild rein. Also das ist der ein RI mit dem 1 Ohm und das ist unsere Leerlaufspannung mit den 9 Volt. Und jetzt kann man sich eben überlegen, was hier passiert. Also wenn wir mal den Strom hier ausrechnen, dieser Strom war gesucht und diese Spannung hier war gesucht. Ne, dann ergibt sich dieser Strom I3, den ich nehme mal, weil der Strom ist in der dritten Schaltung. Dann können wir sagen, das ist sowas wie die Gesamtquellspannung in dieser Masche geteilt durch den Gesamtwiderstand in dieser Masche. Und wenn wir den Strom in diese Richtung haben wollen, dann müssten wir mal von dieser Spannungsquelle ausgehen. 3 Volt, die ist der entgegengerichtet, minus 9 Volt und die beiden Widerstände zusammen 1 Ohm und 1 Ohm sind 2 Ohm. Und dann sind 3 minus 9 sind minus 6 durch
2 sind minus 3 Ampere. Also minus 3 Ampere fließen hier. Kurze Probe, kann das irgendwie stimmen? Wenn wir minus 3 Ampere so fließen haben, über einem durch einen 1 Ohm Widerstand, dann fallen über diesem 1 Ohm Widerstand auch minus 3 Volt ab. Und ja, vielleicht hätte ich auch die 3 Volt einfach in die andere Richtung zeichnen sollen, aber egal. Und dann haben wir hier natürlich genau das Gleiche. Also hier haben wir auch minus 3 Volt. Ja, und diese minus 3 Volt in die Richtung können wir natürlich auch als 3 Volt so rumschreiben, oder die minus 3 in die Richtung können wir auch als 3 Volt hochschreiben. Und dann ist es gleich einfach zu rechnen. 3 Volt und 3 Volt ergeben dann zusammen für die Klemmenspannung in der Mitte 6 Volt, oder eben auch 9 Volt minus 3 Volt ergeben auch 6 Volt, sodass diese Spannung in der Mitte dann, das war die Spannung U3, die beträgt dann jetzt eben in dieser dritten Schaltung 6 Volt. So, und das letzte, was man noch ausrechnen konnte, und das sollte man eigentlich vielleicht schon zwischendurch irgendwo machen, ist, was ist denn der Kurzschlussstrom dieses aktiven Zweipols? Und der ergibt sich natürlich einfach aus der Leerlaufspannung geteilt durch den Innenwiderstand. 9 Volt durch 1 Ohm ergibt 9 Ampere. Das ist der Kurzschlussstrom. Und das war dann die Lösung dieser Aufgabe. So. Was waren da so die typischen Fehler dabei? Also ich glaube, relativ viele konnten mit dem Begriff aktiver Zweipol leider nicht so richtig was anfangen und haben dann eben versucht, das darzustellen aus nur einem Widerstand und dann irgendwas mit Spannungsteilerregel zu rechnen oder meinetwegen hier irgendwas mit Stromteilerregel zu rechnen oder eben nur durch eine Spannungsquelle. Naja, und dann funktioniert es aber nicht so richtig, ne? Also weil dann hat man halt ja, zwei Gleichungen, aber nur mit einer Unbekannten, da kommt keine sinnvolle Lösung raus. Ne? Dann müsste es hier ein anderer Widerstand sein als hier, damit das halt passt, oder hier eine andere Spannungsquelle als hier, damit jeweils das zu den Werten passte, die halt da gegeben sind. Dementsprechend haben dann Leute irgendwie was gerechnet und versucht dann trotzdem irgendwie diesem Gleichungssystem Herr zu werden und da irgendwas bei auszurechnen und haben dann zum Beispiel negative Widerstände ausgerechnet. Wenn man irgendwo mal negative Widerstände ausrechnet, zumindest in solchen Schaltungen, sollte einem das sehr zu denken geben. Ich musste auch leider das Wort Innenwiderstand mit IE sehen, also Widerstand mit IE. Wenn man mal so einen E-Technik-Dozenten oder eine Dozentin richtig triggern will, dann schreibt man in der Prüfung einfach Widerstand mit IE. Da kann man sich schon mal sicher sein, dass man gefühlt 5 Punkte abgezogen bekommt. Ja, und dann haben auch Leute versucht, hier auch irgendwas, also obwohl hier ne, nicht mal ansatzweise irgendwas von Induktivitäten und Kapazitäten und alles Gleichspannungs- und Gleichstromquellen und sowas, trotzdem irgendwas mit komplexen Impedanzen zu rechnen. Auch damit zeigt man, dass man sich leider als Student nicht sehr ausführlich mit den Grundlagen der Elektrotechnik beschäftigt hat, wenn man jetzt versucht, bei solcher Aufgabe irgendwas mit komplexen Impedanzen zu rechnen.